Fritz Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, wie immer eine Themennacht, eine feste Themennacht, und unser Thema heute heißt Mama-Söhnchen. Möchte gerne mit Männern sprechen, die ganz offen bekennen, ja, meine Mama ist das Allerwichtigste auf der Welt, die ist auch wichtiger als meine Frau. Die Mama, um die Mama dreht sich alles. Ich möchte auch gerne sprechen mit Partnerinnen von Mama-Söhnchen. Was macht ihr so alles mit, ihr Frauen, mit euren Männern, die eher auf die Mutter konzentriert sind? Und ich wäre auch sehr gespannt auf das ein oder andere Gespräch mit Mamas, mit Müttern, die sagen, mein Junge, das ist das Allerwichtigste. Und wenn mein Junge auch 40 ist oder 50 und der bei mir zu Hause wohnt, das ist in Ordnung und ich versorge ihn und ich habe meine Hände über meinem Jungen und der soll auch mit mir immer alles besprechen. Also, Thema Mama-Söhnchen, wenn ihr gerne mit mir telefonieren wollt zu diesem Thema, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin ist Annette und Annette ist 39. Guten Morgen. Hallo. Hallo Annette. Ich hatte das Glück, gleich mit zwei Mama-Söhnchen mal zu tun gehabt zu haben. Ja. Also inwiefern? Ja, mit dem einen Mama-Söhnchen war ich 8 Jahre verheiratet. Mhm. Und aber der Schlimmste, das war mein Ex-Freund, oder vor 4 Jahren war das mein Freund. Das war also ein absolutes Mama-Söhnchen. Den habe ich per Internet kennengelernt. Ja. Damals war er 30, hat auch noch bei Mama gewohnt. Ja. Einzelkind auch? Nein, er hatte noch eine große Schwester gehabt, aber sein Vater war sehr früh gestorben. Mhm. Mama-Söhnchen sind oft Einzelkinder oder so Nachzügler, ne? So wie in dem Fall vielleicht gibt es eine größere Schwester und dann den kleinen Jungen und dann ist es Mamas Liebling. Ja, genau. Ja. Ich habe das am Anfang auch gar nicht so registriert, dass er eigentlich ein Mama-Söhnchen ist. Mhm. Wir waren dann nach 3 Monaten zusammengezogen. Also er ist ausgezogen bei seiner Mama, ist dann bei mir in eine Wohnung eingezogen. War das zum ersten Mal, dass er von der Mama weggezogen ist mit 30? Oh, dann war das aber schnell, dass du das nach 3 Monaten oder ein paar Monaten schon hinbekommen hast. Ja, das hat mich auch gewundert, beziehungsweise ich habe dann gedacht, okay, es ist nicht so schlimm. Ja. Ich habe die Vorwarnung von seinen Arbeitskollegen, dass er jahrelang nur mit Mama auf Betriebsfeiern und Ausflügen aufgetaucht ist, also nur mit einer anderen Frau. Ja. So, wie hast du es denn dann gemerkt, dass er doch noch sehr eng verbunden ist mit seiner Mama, obwohl ihr dann schon zusammen gewohnt habt? Ja, im Nachbarhaus wurde eine Wohnung frei und da ist dann Mama eingezogen. Ach. Also, ihr beide habt euch zusammen eine Wohnung genommen oder ist er zu mir gezogen? Er ist zu mir in die Wohnung eingezogen. Und im Nachbarhaus wurde eine Wohnung frei und da ist dann die Mama hingezogen? Ja. Das ist ja krass. Ich vermute mal, dass die Frau oder die auch langjährig irgendwo gewohnt hatten vorher, oder? Ja, aber ich hatte mich geweigert, in den Stadtteil zu ziehen, in dem sie gewohnt haben. Und dann ist sie in eure Nachbarschaft gezogen. Was hatte das zur Folge? Das hatte zur Folge, dass, wenn ich arbeiten war, ich nach Hause kam, mich jedes Mal gewundert habe oder beziehungsweise musste dann die neue Tapeten an meinen Wänden staunen, die sie dann tapeziert haben. Mhm. Also es wurde immer in der Wohnung irgendwas gemacht, was im Sinne der Mama war, aber du wurdest gar nicht gefragt. Nee, es wurde dann wirklich renoviert, so wie sie meinte, dass ihren Sohn sich dann wohlfühlt. Sie hat auch, also ich habe mich müssen nie um seine Wäsche kümmern, weil Mama war der Meinung, dass ich das nicht perfekt kann, dass nur sie das kann. Mhm. Sag mal, ich wäre ja schon vom Glauben abgefallen, als ich registriert hätte, so wie in deinem Fall, dass die Mutter in die Nachbarschaft gezogen ist, nur weil der Sohn zu dir gezogen ist. Ja. Das ist doch hammermäßig, ist das doch. Ja, eigentlich schon, aber es kam ja dann eigentlich, das war ja auch, oder es ist eigentlich auch eine sehr große Hassliebe dabei. Mhm. Erzähl mal noch ein paar Sachen so aus dem Alltag. Also du hast erzählt, dass die da renoviert haben und dass sie die Wäsche gemacht hat und so weiter. Ja. Was war noch? Sie hat dann,
weil er tagsüber gearbeitet hat. Ich habe meist abends gearbeitet. Also sie hat auch für ihn gekocht und hat es dann auch eingefroren, sodass er das auch nur warm machen. Also ich musste auch nicht kochen für ihn. Hat sie sich denn in eure Beziehung auch eingemischt? Ja, nicht direkt, aber er hat viele Arten, die er in dem Zusammenleben mit seiner Mutter gehabt hat, auf unsere Beziehung dann übernommen. Also sie hatten das früher so gehabt, sie hatten getrennte Haushaltskassen gehabt und haben das wirklich auf den Pfennig genau abgerechnet. Mhm. Also egal, ob das jetzt Toilettenpapier war oder sonstiges, es wurde wirklich haargenau abgerechnet. Und das hat er dann auch bei mir übernommen gehabt. Ah ja. War sie eifersüchtig auf dich? Ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite hat sie ab und zu mal gesagt, sie ist Gott froh, dass ihn los ist. Aber wie gesagt, da war eine ziemlich große Hassliebe auch dabei. Also sie hat auch sehr viel getrunken. Also ich möchte ihr jetzt nicht unterstellen, dass sie Alkoholikerin war. Aber wenn die dann beide abends mal was zusammen getrunken haben, dann ist es wirklich eskaliert. Also sie haben sich auch mal verprügelt gehabt. Ja, bei dir in der Wohnung? Bei mir in der Wohnung. Bei dir in der Wohnung. War sie denn dann abends oder in der freien Zeit, an den Wochenenden, auch sehr viel dann bei euch? Ja, also sie war nur bei uns. Und wenn ich dann mal was mit ihm unternehmen wollte am Wochenende, da war Mama immer dabei. Also sie hat irgendwas unternommen, ohne dass Mama dabei war. Wie lange warst du mit diesem Mann zusammen? 11 Monate. Wie viel? Habe ich beide rausgeschmissen. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Wie viele Monate? 11 Monate. 11 Monate, da ist immer so ein Haker in der Leitung, deswegen verstehe ich einige Worte nicht von dir. 11 Monate, dann hast du ihn und sie rausgeschmissen. Ja. Ist es da zu eskaliert? Ist da irgendwas Besonderes passiert? Oder hast du einfach die Faxen dicke? Nee, ich hatte dann einfach die Faxen dicke, weil sie mich auch gegenseitig immer kontrolliert hatten. Also ich kann keinen Schritt alleine gehen, ohne dass sie auf dem Balkon gestanden ist. Oder ihr dann... Ja, sie war halt ständig da und... Es ist wirklich dann irgendwann eskaliert, wo ich gesagt habe, also das habe ich 8 Jahre mitgemacht, das mache ich nicht mehr mit. Kommst du denn bei dir selbst auch ein bisschen ins Grübeln nach dem Motto, warum ziehe ich immer so Muttersöhnchen an? Warum nehme ich immer Männer, die Muttersöhnchen sind? Doch, ja, eigentlich schon. Hat ja vielleicht ist das ja nicht nur ein Zufall, vielleicht hat das ja mit dir auch was zu tun. Dass du auf diese Art von, das sind ja eher schwache Männer, sage ich mal. Da bist du auch eine dominante Frau, die vielleicht dann auch im ersten Moment so einen Mann haben will, aber dann nach einer Weile merkt, dass ihr das doch auf die Nerven geht. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich eher gleichberechtigte Partner haben. Ja, ja. Als es dann, du sagst, du irgendwann war es dann zu viel geworden, gab es denn noch einen Streit, dass du ihn vor die Alternative gestellt hast, entweder richtig unsere Beziehung oder die Mama? Gab es sowas? Ja, das gab's. Also es gab auch noch mehrere Probleme. Also er war extrem eifersüchtig gewesen und hat hinter jedem irgendeinen Konkurrent gesehen. Und wie gesagt, dann ist es irgendwann eskaliert und da habe ich gesagt, nee, ist nicht mehr. Ja, dann ist er wieder zurückgegangen zur Mama? Er ist zurück zur Mama gezogen und... Weißt du, was aus ihm geworden ist? Ob er da noch länger wohnt oder vielleicht heute noch wohnt? Also er wohnt immer noch bei Mama, das weiß ich, ja. Das ist ja dann auch schon jetzt eine ganze Weile her. Ja, 4 Jahre. Also ich weiß auch, dass er mittlerweile jetzt wieder eine Freundin hat, aber die wohnt jetzt auch noch bei Mama. Also sie sind zusammen, wohnen sie jetzt. Oh, war ja. Dann wäre es ja interessant, vielleicht wenn die Freundin mal anrufen würde, was da nun daraus geworden ist. Ja, aber er ist jetzt mittlerweile 36 und sie ist 21. Also ich nehme mal an, dass die sehr formbar noch ist. Verstehe. Lieber Nette, ich danke für deinen Anruf und wünsche dir sehr, dass du den nächsten Kerl kriegst, der gleichberechtigt stark ist und... Ich gucke mir dann immer erst die Mutter an und gucke ich weiter. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, ich tschüss. Ja. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch über diese Telefonnummer, eine kostenfreie Telefonnummer, und könnt ihr uns live hier erreichen in Köln im Studio bei 1 Live im WDR-Fernsehen. Und unser Thema heute Nacht heißt Muttersöhnchen oder Mamasöhnchen. Möchte gerne mit Mamasöhnchen reden, mit Freundinnen von Mamasöhnchen, mit Müttern, die Mamasöhnchen haben, die das toll finden. Aber vielleicht auch mit Müttern, die sagen, Mensch, ich krieg den nicht von der Backe weg. Den Kerl, der ist jetzt vielleicht schon 30 und der hängt an meinem Rockzipfel und irgendwie schaffe ich das nicht. Thema Mamasöhnchen 0800 220 5050.
Hendrik, ein Mann, 29, guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo Hendrik. Ja, jetzt muss ich natürlich gleich fragen, bist du's? Bist du ein Muttersöhnchen? Also ich würde mal sagen, egal wer bei dir heute Nacht anruft, ich bin das absolute Mamasöhnchen schlechthin. Wenn du, kurze Zwischenbemerkung, sprichst du mit der Freisprechanlage? Nein. Nee, weil es klingt zu weit weg. Geh mal ein bisschen näher ran. Bin ich. Ja. Also du bist das Muttersöhnchen schlechthin? Ich bin das Muttersöhnchen schlechthin. Warum? Ich bin also 29 Jahre alt. Ja. Und habe bis 28 noch bei meiner Mama gewohnt. Ja. Jetzt nicht mehr. Das mehr? Jetzt nicht mehr. Ach so. Nee, jetzt nicht mehr. Ich bin also vor einem Jahr ausgezogen, bin auch mit meiner Freundin zusammengezogen. Ja. Und bin aber trotzdem eigentlich jeden Tag noch 2-3 Mal bei meiner Mama. Weil ohne meine Mama kann ich einfach nicht leben. Wie weit wohnt denn die Mama entfernt? Gott sei Dank nur 3 Kilometer. 3 Kilometer. Das war so damals auch, als ich bei der Arbeit gesagt habe, ich ziehe von zu Hause aus, haben also auch meine Kollegin alle gelacht. Wie weit ziehst du denn von Mama weg? Ach, du hast den Ruf auch so in der Kollegenschaft, dass du so ein Mama-Junge bist. Ja, ja, sicher. Ja. Meine Kollegen wissen auch Bescheid. Also meine Mama geht über alles, auch im Freundeskreis. Ja. Egal, ob eine Feier oder so ist, es wird immer gesagt, wo ist deine Mama, hast du deine Mama nicht mitgebracht? Wie merken die Leute das denn, dass du so ein Mamasohn bist? Ich rede da gerne drüber. Ja. Also ich bin auch stolz, Mamasöhnchen zu sein. Du bist stolz darauf. Was macht denn für dich, also jetzt auf deine Person bezogen, so dieses Mamasöhnchen aus? Abgesehen davon. Das Mamasöhnchen macht aus, dass ich von meiner Mama also überhaupt keine Geheimnisse habe. Überhaupt keine. Ich bekomme immer was von meiner Mama, ich kriege alles von meiner Mama, meine Mama ist immer für mich da und ich bin auch immer für meine Mama da. Und die Mama verwöhnt dich auch? Die verwöhnt mich. Ich habe zum Beispiel vorgestern ihr Auto geputzt. Ja. Jetzt hat sie mich heute Morgen angerufen vom Spätdienst. Und hat gesagt, mein Schatz, komm noch heute Abend mal vorbei. Ich habe ein kleines Geschenk für dich, Aha. Weil du mir mein Auto poliert hast. Und dann bin ich zu meiner Mama gefahren und hat mir gleich 3 DVD-Filme gekauft. Ach, guck, wie süß. Ja, das finde ich auch das süß. Ist doch sehr Danke, süß. Mami, ich hab dich lieb. Ja, also weißt du, das ist ja immer so eine grenzwertige Sache. Es ist ja gar nichts dagegen einzuwenden, wenn man ein Top-Verhältnis zu der Mutter hat. Die Frage ist immer, wo fängt es an, irgendwie unnatürlich zu werden? Wenn man zu sehr damit verbandelt ist, wenn man vielleicht die Mutter zu sehr in den Vordergrund stellt. Würdest du bei dir sagen, dass das noch so im natürlichen Rahmen ist? Für mich ja, aber ich glaube für Leute, die mich kennen, nicht. Also zum Beispiel für meine Freundin nicht, weil ich erzähle meiner Mama alles. Ich habe also keine Geheimnisse von meiner Mutter. Ja. Ich erzähle also auch von unserem Sexleben. Aha. Auch wenn sie dabei ist, das stört sie sehr, gerade am Anfang, als sie zusammengekommen sind. Interessiert die Mutter sich denn für dein Sexleben? Ich denke schon. Ich glaube, das tun alle Mütter. Ja. Weil ich denke mal, jeder Sohn ist bei seiner Mama die Nummer 1 und somit interessieren sie sich auch. Ja, okay, aber vielleicht nicht gerade nach Details. Fragt sie nach Details? Ich erzähle dir immer die Details. Was wären das denn? Alles, aber doch schon viele. Also was wären denn so Details, die du deiner Mutter erzählst vom Sexleben mit deiner Freundin? Ich würde sagen, wie oft, wie lange. Ja. Das reicht ja schon, ne? Ja. Wenn meine Freundin dabei ist, kriege ich sofort einen Klatsch, sag ich mal, auf die Schulter, ne? Ja. Also das ist also absolut intolerant, sie akzeptiert das also nicht. Gehst du so weit, dass du deiner Mutter auch erzählst, welche Stellungen du bevorzugst? Ja. Das auch? Also ich sag mal, dass mein altes Kinderzimmer, was ich mit 28 noch gehabt habe, ist das Esszimmer jetzt von meinen Eltern. Ja. Und wo mein Bett stand, steht jetzt der Esszimmertisch von meinen Eltern. Ja. Und wenn wir zum Beispiel am Sonntag beim Essen sind, sage ich schon mal, auch immer, mein Schatz, wir hatten damals unseren ersten Sex, oder weißt du noch hier am Fenster, wie wir unseren ersten Sex hatten, und du dabei dir eine geraucht hast, ne? Da läuft es natürlich wutentbrannt rot an, aber meine Mama und ich, wir amüsieren uns darüber. Du hattest deinen Sex mit deiner Freundin da in diesem Kinderzimmer? In diesem Kinderzimmer. Ah, so, ja. Bist du Einzelkind? Nee, ich habe noch eine Schwester. Die ist wahrscheinlich, die ist älter. Die ist jünger. Die ist jünger? Ah, ja. 25, ich bin 29. Ist sie eifersüchtig auf das Verhältnis zwischen dir und deiner Mutter? Ich denke mal, früher schon. Also sie ist auch mit 18, 19 von zu Hause ausgezogen. Nur ich bin von meiner Mutter einfach nicht losgekommen. Wir haben auch nächtelang auf der Couch verbracht, ich mit meiner Mutter. Wir haben Videonächte gemacht, wir haben Fernsehen geguckt. Ja. Also mein Vater ist da sehr neutral, aber... Der Vater lebt auch noch? Mit meiner Mutter mache ich also wirklich alles. Meine Mutter hat mir meine Wohnung eingerichtet, da war ich mit ihr in Möbelhäusern, alles. Also alles, was so das alltägliche, Dinge des alltäglichen Lebens betreffen, mache ich mit meiner Mama. Verlassen Sie mich auch auf meine Mama. Also wenn jetzt zum Beispiel mein bester Freund zu mir kommen würde Ja. und würde mir einen Tipp geben,
geben, ich frage erst immer meine Mutter. Mhm. Klingt mir alles ein bisschen befremdlich, muss ich sagen. Redest du mit deiner Mutter auch über Selbstbefriedigung, über deine Selbstbefriedigung? Das hab ich früher mal gemacht. Da ist dann noch eine. Ich habe jetzt so eine wunderbare Freundin, da brauche ich das nicht mehr. Also, aber früher hast du es auch gemacht. Früher habe ich das auch gemacht. Auch nur, als du erwachsener Kerl warst. Ja, doch. Ja. So, also, jetzt zu deiner Freundin. Ja, das ging mehr oder weniger dann in Spaß, dass wir auch drüber gelacht haben oder so, ne? Ja. So, deine Freundin ist nicht sehr amüsiert über die ganze Sache. Nein, ganz und gar nicht. Also ich kriege von meiner Freundin jeden Tag zu hören, dass du kannst nichts für dich behalten, du hast keine Geheimnisse. Ja. Man kann mir sehr viel anvertrauen, sehr, sehr viel. Man kann auch gut mit mir reden, nur ich erzähle alles meiner Mutter. Ja. So. Und auch gerne. Also ich mache das gerne. Also für mich ist das auch normal, ja. Ich sag mal, für meine Freundin ist das nicht normal. Ich muss ja sagen, Henry, ich finde das auch nicht normal. Warum nicht? Nee, weil ich finde, dass man gerade auch, wenn man erwachsen wird, dass auch eine gesunde Abnabelung von der Mutter überhaupt von den Eltern sein muss, ohne natürlich die Eltern zu verlieren oder sie weniger zu respektieren. Darum geht es ja gar nicht. Aber meine Mutter ist für mich irgendwie. Ich finde, ich wundere mich auch, dass deine Mutter da nicht Grenzen zieht. Eigentlich müsste sie das auch tun. Denn wenn du das jetzt so weitermachst, kannst du es eigentlich vergessen, dass du irgendwann mal eine glückliche Beziehung haben wirst. Dann bist du mit im Alter von 50, wollen wir hoffen, dass deine Mama lange lebt, auch noch so verbunden mit deiner Mutter. Welche Frau macht denn das mit, Mensch? Ja, aber meinst du nicht, meine Mutter wäre verletzt, wenn ich jetzt von heute auf morgen nicht mehr mit ihr über alles reden würde? Nee, aber ich finde, das müsste sie auch lernen, dass ihr kleiner Hendrik mal ein bisschen erwachsen wird und auch sein eigenes Leben hat und auch eine eigene Loyalität zu einer Partnerin entwickeln sollte. Aber und, ich glaube, dass. Und dazu gehört eben auch ein. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das lernen sollte, weil wir sind so vertraut zueinander. Mhm. Ich denke mal, wenn ich jetzt auf einmal nicht mehr ankommen würde jeden Tag, dann wäre sie traurig oder würde sich Gedanken machen. Ne? Ja, vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, wenn die Mama da mal ein bisschen traurig wird, weil ich glaube, dass sie auch einen gravierenden Erziehungsfehler gemacht hat. Wenn sie dich so sehr an sich gebunden hat und so aufsaugt, damit verhindert sie ja, dass du ein eigenes Leben führst. Du bist bald 30 Jahre alt. Wie war denn das früher, wenn du Freundinnen hattest? Ja, ich sag mal, ich kann mich noch an meine erste Freundin erinnern. Da war ich so 14 oder so. Mhm. Da waren wir auch im Zimmer und du weißt ja, mit 14, ja, wie soll ich das sagen, Petting beschreibe ich es jetzt mal, ne? Ja. Und da kam sie irgendwann rein, so nach einer halben Stunde, ja, und hielt auf einmal eine Fleischwurst durch die Tür und meinte, hallo, ich wollte nur mal gucken, was ihr macht. Mhm. So ein bisschen abgelenkt hat sie uns dann, ne? Das sollte witzig sein mit der Fleischwurst. Das sollte witzig sein. Ja. Na gut, da wart ihr 14. Aber wie warst du in der Zwischenzeit? Also 20 warst, 23, 24, oder gab es gar nicht viele Freundinnen? Doch, die gab es. Wie lange hat denn deine längste Beziehung gehalten? Fünf, sechs Jahre. Ja. Ach, das heißt, die Frau hat sich damals dann damit arrangiert. Die musste sich auch an meine Mutter gewöhnen. Auch, dass meine Mutter, ich sag mal so, meine Freundin mag meine Mutter auch. Ja, das ist jetzt nicht so, dass sie um Gottes Willen alle einen Hals auf oder einen Brasso auf die haben. Weil meine Mutter ist wirklich auch ein netter Mensch. Hm. Nur es ist immer so, diese Abkopplung fehlt immer so. Das Geheimnis bleibt unter uns und ich kriege es einfach nicht hin, meiner Mutter das nicht zu erzählen. Ja, also weißt du, wenn ich deine Freundin wäre, nehmen wir das mal an, und ich bekäme mit, dass du da im Detail ausplauderst, wie unser Sex ist, da wäre ich auch stinkig. Da würde ich das auch sagen. Das sagen mir meine Freunde auch. Ach, Mensch. Aber ja, da, ich meine, das ist doch ein Punkt, wo du einfach dir auferlegst, damit verletzt du sie doch gar nicht mal. Indem du einfach sagst, okay, das ist ein bisschen meine Privatsphäre, da hülle ich einfach mal ein bisschen Schweigen rum. Dadurch bist du ja nicht weniger aufmerksam deiner Mutter gegenüber oder hast weniger Respekt deiner Mutter gegenüber. Also meinst du, ich kann meine Mutter trotzdem noch jeden Tag besuchen, nur ich sollte mal was die Intimsphäre von mir und meiner Freundin geht, ein bisschen zurückschrauben. Ja, das wäre doch zumindest schon mal ein Anfang. Und du meinst, die wäre dann auch nicht verletzt? Nein, also wenn sie wirklich einigermaßen okay ist, deine Mutter, und ich gehe mal davon aus. Wie alt ist deine Mutter? Meine Mutter ist im August 50 geworden. So, eine erwachsene Frau, dann wird sie das doch verstehen und sie wird dir doch nicht böse sein deswegen. Und wenn sie dir böse ist, dann stimmt bei ihr etwas nicht in ihrer Einstellung, dann muss sie das lernen. Aber ich glaube... Böse weiß sie mir eigentlich noch nie. Also vielleicht... Das geht auch mehr von mir, weil ich erzähle ihr gerne. Also ja, deswegen habe ich gerade auch gefragt... Sag, du, dass meine Mutter sagt,
Hendrik, du musst mir jetzt alles erzählen. Das ist so, dass ich das freiwillig mache. Ja, das habe ich gerade schon verstanden. Deswegen glaube ich das auch, dass deine Mutter es vielleicht durchaus akzeptieren würde. Du musst dich einfach ein bisschen zurücknehmen und vielleicht auch mal ein bisschen andere Prioritäten setzen. Ohne, du sollst deine Mutter ja nicht fallen lassen, darum geht es ja gar nicht. Heiraten? Nee, du sollst deine Mutter ja nicht fallen lassen. So, nee. Darum geht es ja gar nicht. Aber damit kannst du natürlich auch viel für deine Beziehung tun und auch deiner Freundin Respekt zollen. Darum geht es ja auch. Also wie gesagt, so, ich bin absolut glücklich auch mit meiner Freundin. Ja. Ich liebe sie über alles. Wir haben auch eine glückliche Beziehung. Ja. Nur das ist so dieses der einzige Streitpunkt in unserer Beziehung. Ne? Ja, aber da könntest du ihr doch wirklich leicht entgegenkommen, indem du einfach dieses Thema mehr für dich behältst und das in eurer Beziehung hältst. Ich meine, das ist doch ein kleiner Anfang, um vielleicht dich auch ein bisschen zu abzunabeln. Also ich denke mal, ich werde deinen Tipp mal annehmen, weil wenn so ein Tipp schon von dir kommt, dann von wem sonst? Also denke ich mal, dass du auch ein bisschen recht hast, in dem, was du mir jetzt gerade gesagt hast. Ja, das würde mich freuen und das würde mich auch freuen, wenn das eine gute Wirkung hätte bei dir und bei euch. Domian, ja. Darf ich, du magst es nicht, aber darf ich 5 Sekunden noch jemanden grüßen? Ich mag das überhaupt nicht. Weiß ich. Aber rede. Ich verspreche dir auch, dass ich halte mir die Ohren zu, mach schnell. Alles klar. Hallo Jörg aus Gevelsberg, ich grüße dich und ich hab dich lieb. Und Karin, mein Schatz, ich hab dich auch lieb. Und so. Mama dich natürlich auch. Hendrik, du grüßt deine Mama und deine Freundin von mir. Okay, tschüss. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. So, heute ist das Grußpensum aber erledigt. Ich mache ja immer ab und zu mal Ausnahmen und dann ist aber wieder gut. Weil es die anderen Leute, ich erkläre es ja immer wieder, die anderen Leute langweilt das absolut. Es interessiert nur die Leute, die grüßen und die gegrüßt werden. Delia ist hier. Delia ist 20. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, Delia. Das ist aber ein schöner Name. Ja. Woher kommt der? Der kommt aus dem Lateinischen. Aus dem Lateinischen. Aber du bist eine deutsche Staatsbürgerin. Genau. Ja. Delia, ja, du hast angerufen zum Thema Muttersöhnchen. Genau. Warum? Ich habe ein Muttersöhnchen zu Hause sitzen. Dein Freund? Genau. Wie alt ist dein Freund? Der ist 27. 27 schon? Genau. Und wie lange seid ihr beiden zusammen? Wir werden dieses Jahr 2 Jahre. Ja. So, jetzt erzähl mir und uns, warum er ein Muttersöhnchen ist. Ja, ich habe damals in der Beziehung, wie wir angefangen haben, eine Tochter mitgebracht. Und nach einem knappen Jahr kam dann auch unser Sohn zur Welt. Euer gemeinsamer Sohn? Genau. Mhm. Und das Problem ist, da fing das Problem erst richtig an mit ihm. Er ruft täglich seine Mutter an. Wenn er sie nicht anrufen kann, dann ist er bei ihr. Oder sie ist bei uns. Mhm. Egal, was es für Fragen im Leben sind, er fragt seine Mutter. Also bezogen auf das Kind oder so, auf alles? Allgemein. Alles. Auch was ich abends zu essen kochen soll, wie ich bügeln soll, wie ich den Haushalt zu führen habe und all sowas. Was du abends zum Essen kochen sollst? Genau. Da ruft er seine Mama an? Ja. Was soll Delia heute am besten kochen? Und, genau. Und wie soll sie es kochen? Ja, so nach dem Motto, am liebsten, Mama, komm her, du kannst am besten kochen. Mhm. Also das ist schon extrem bei dem. Und wie weit wohnt die Mutter entfernt? Paar Straßen weiter. Ah, auch nicht so gut. Ist sie denn noch oft bei euch zu Hause? Ja, mindestens 3 bis 4 Mal die Woche. Mhm. Mindestens. Und wie ist die Stimmung zwischen dir und ihr? Gar keine Stimmung da. Gar keine? Nee, ich mag sie überhaupt nicht. Sie mag mich auch nicht. Oh, das ist natürlich ganz schlimm. Ja, von Anfang an schon nicht, weil sie es nicht mochte, dass ich ein Kind mit in eine Beziehung gebracht habe und dass wir auch ein gemeinsames Kind haben. Das heißt, versucht sie denn deiner Auffassung nach, da auch ja, für euch vielleicht sogar auseinanderzubringen oder dich zumindest schlecht zu machen? Was heißt zumindest, dich schlecht zu machen bei ihm? Ja, auf jeden Fall. Wie macht sie das? Ja, beispielsweise, ich lag vor knapp 4 Wochen im Krankenhaus mit einem Blinddarmfastdurchbruch. Ja, und das Problem ist, ich lag 4 Tage drin. Ja, und dementsprechend musste er sich halt um beide Kinder kümmern und um den Haushalt. Mhm. Ja, und hinterher durfte ich mir dann halt nur von ihr anhören, warum ich denn den Haushalt nicht geschafft hätte, warum ich denn nicht zwischenzeitlich rausgekommen bin und hier gemacht hätte und warum ich halt nach dem Krankenhausaufenthalt erstmal die paar Tage danach noch in Ruhe gelebt habe. Also ohne Stress, ohne was schwer zu machen, weil ich nun mal Verbot hatte vom Arzt. Was ja auch völlig normal ist nach so einer Operation. Ja, bloß sie hat es anders gesehen halt. Hat sie denn auch deinen Haushalt kritisiert, dass du das nicht richtig ordentlich da machst, generell nicht ordentlich machst und nicht richtig organisierst? Ja, am liebsten, das hat sie zu mir gesagt, ich müsste mich jeden Morgen ab 6 Uhr aufstehen, weil die Kinder meist so gegen 7:30, 8 aufstehen. Ich müsste dann die Wohnung schon fertig haben, am besten so frei sein, dass wirklich
nirgends Staub liegt, geschweige, dass die Fenster jeden Tag geputzt werden. Mhm. Und das kann ich nicht mit zwei Kindern. Das heißt, sie macht ja wirklich konkrete Vorhaltungen und Vorschriften, versucht sie dir zu machen in jeglicher Beziehung. Genau. Wie ist denn dann die Stimmung, wenn die so oft bei euch zu Hause ist und ihr könnt gar nicht miteinander? Wie ist denn die Stimmung dann? Nicht gut. Redet ihr gar nicht miteinander? Also zwischen ihr und mir gar nicht. Also sie kommt mich nur immer zu kritisieren. Sie kommt dann nur, wenn auch dein Freund da ist? Nein, sie kommt auch dann, wenn er nicht da ist. Wie, und dann ist sie da und ihr redet kein Wort miteinander? Nein, sie macht dann den Haushalt, das, was ich halt an dem Tag noch nicht geschafft habe. Du lieber Himmel, was ist denn das für ein Zustand? Das ist ja Horror für dich. Ja, mehr oder weniger verziehe ich mich dann meist auch immer mit den beiden. Sagt sie denn wenigstens guten Tag, wenn sie reinkommt? Nö. Auch nicht? Nein. Hat sie einen Schlüssel für die Wohnung? Ja. Sie hat einen Schlüssel. Ja, sie hat die Wohnung auch eingerichtet. Sie wird jetzt auch die Tage mitkommen, was mir überhaupt nicht passt, nur ein Schlafzimmer aussuchen. Mhm. Und fürs Kinderzimmer neue Kindertapeten und sowas, dass wir sie alles aussuchen. Zahlt sie denn da auch irgendwie was? Wie meinst du das? Nee, ich meine, bezahlt sie auch das Schlafzimmer? Nee. Nein. Sie kommt einfach mit und sucht mit aus. Das heißt, ihr fahrt dann zu dritt in irgendein Möbelgeschäft. Da genau. ist eine angespannte Stimmung zwischen euch. Du sprichst nicht mit ihr, sondern dein Freund spricht nur mit ihr. Und ihr dackelt dann zu dritt durch das Geschäft. Genau. Das ist doch Hammer. Das auf jeden Fall. Wie hältst du denn das aus, Mensch? Ja, meine Kinder geben mir sehr viel Kraft. Ja, aber und trotzdem. Auch meine Tiere. Ja, aber trotzdem. Da würde ich wahnsinnig. Das glaube ich. Da würde ich laufen, aber wirklich. Und da wäre mir aber alles egal, dass die Kinder da ihre Familie haben sollen. Das ist ja keine intakte Familie. Was sagst du denn deinem Freund gegenüber? Ja, jedes Mal, sobald die Kinder im Bett sind, knallt es zwischen uns. Und das nicht gerade immer wenig. So, das heißt also, da ist nicht nur Streit zwischen dir und deiner Schwiegermutter, in Spee, sondern auch zwischen dir und deinem Freund, wegen seiner Mutter. Genau. Und er hält immer zu seiner Mutter. Ja, in allen Sachen. In allen Sachen. Und so klar positioniert ist er seit die ganze Zeit, schon während ihr zusammen seid? Nee, das hat sich erst nach unserem Sohn. Ach, wie du gerade gesagt hast, nachdem das Kind gekommen ist. Genau. Also es gibt niemals einen Punkt, wo er sagt, ja, Delia, da hast du recht. Ja, doch, in einer Sache, was meine Tochter betrifft. Da sagt er dann doch schon mal, da hast du recht und nicht meine Mutter, aber in den restlichen Sachen hat meine Mutter nun mal recht. Und das ist das Problem halt zwischen uns beiden. Aber ich deute daraus, was du sagst, dass die Beziehung zwischen euch eigentlich auch im Eimer ist, oder? Ja, so habe ich manchmal das Gefühl. Ja, wenn man sich halt ständig in den Haaren hat und man Angst haben muss, dass die Mutter kommt und schlechte Stimmung da ist und jetzt kommt sie wieder mit einkaufen und ach, das ist doch fürchterlich. Auf jeden Fall. Deswegen, ich tue es mehr oder weniger nur für meine beiden Kinder. Denn meine Tochter war damals 6 Monate alt, wie sie ihn gesehen hat das erste Mal. Mhm. Ja, und die beiden nennen ihn nun mal Papa. Und das tut mir jedes Mal auch weh, wenn ich mich dann immer wieder mit ihm streite und die Kinder das mitkriegen. Mhm. Nur. Meine Älteste fragt halt nun mal dann immer nach. Klar, verstehe ich. Ich finde auch dann das ehrenwert, dass du das so siehst. Nur, auf Dauer geht das natürlich nicht so. Auf Dauer kriegen die Kinder auch mit, dass da so eine extreme Spannung in der Luft ist. Und irgendwann wird das so platzen und explodieren alles. Das auf jeden Fall. Es knallt auch ab und zu, habe ich seine Mutter mit rausgebeten, dass ich ihr noch keine gescheuert habe. Das war alles. Und meine Tochter kam dann hinterher nur an, Mama, warum warst du schon wieder böse zu Oma? Mhm. Und die Kurze bekommt das auch mit. Die ist jetzt 2 geworden und der andere ist jetzt 1,5. Die bekommen das beide mit. Das ist das Problem. Gibt es denn keine Möglichkeit? Also hast du denn beispielsweise mal versucht, alleine mit der Mutter von deinem Freund mal so ganz unter 4 Augen und sachlich ohne Aggressionen zu reden? Geht das? Es geht. Das Problem ist, sie will am liebsten eine andere Schwiegertochter haben. Was möchte sie? Eine andere Schwiegertochter. Das heißt, sie akzeptiert dich letztendlich ganz grundsätzlich akzeptiert sie dich nicht. Genau. Da ist nichts zu machen. Genau. Und das ist das Problem. Am liebsten eine bildhübsche, schlanke Hausfrau für ihren Sohn, der wirklich alles macht für ihn. Bloß das bin ich nun mal nicht. Am liebsten, die auch keine Kinder mit reinbringt. So, und wenn du jetzt ganz sachlich versuchst, mit deinem Freund zu reden, was du wahrscheinlich schon auch versucht hast. Ja. Das führt auch zu gar nichts. Nein, nicht wirklich. Das heißt, bei ihm ist die Wertung ganz klar, die Mama, was sie sagt, ist wichtiger als das, was du sagst. Genau. Könnte ich nicht mitleben, Delia, auf Dauer? Ich langsam auch nicht mehr. Ich bin wirklich manchmal wirklich so weit,
wenn er Nachtschicht hat wie im Moment, dann sitze ich wirklich abends nur an den Kinderbetten und bin wirklich am Überlegen, ob ich am nächsten Morgen ausziehen soll. Was, wenn ihr streitet und vielleicht dann doch mal irgendwie mal eine etwas ruhigere Minute habt, was denkt ihr denn und was sagt er vor allen Dingen auch, wie das weitergehen soll? Er sagt da gar nichts zu. Er sitzt dann da nur in der Ecke und ist ruhig. Und das ist das Problem. Wie ist denn, kann man nicht reden. Was ist denn dein Gefühl noch für deinen Freund? Langsam nur noch Hass. Ehrlich? Ja. Langsam nur noch Hass. Das heißt, da ist keine Liebe mehr? Nein. Nein? Sagst du so ganz nein, keine Liebe mehr? Nein, überhaupt nichts mehr. Es ist alles nur wegen den Kindern noch. Mehr oder weniger. Bloß ich habe es halt bis jetzt noch nicht alleine geschafft, von ihm überhaupt wegzukommen, geschweige das erstmal zu verarbeiten. Delia, das ist wirklich kein Zustand und ich finde, dass du perspektivisch da raus musst. Wenn du das so klar sagst, dass da wirklich auch kein Funken Herz und Liebe und Zuneigung mehr ist, dann ist es auch wirklich weitläufig für die Kinder besser, wenn du da rauskommst. Das glaube ich manchmal auch. Ich habe es halt bis jetzt noch nicht geschafft. Ja, ja. Es kommt eins nach dem anderen hier. Mhm. Mein Opa ist vor ein paar Tagen verstorben. Ja, und da hat er mich noch nicht mal im Arm genommen. Seine Mutter hat mir da noch Vorwürfe darüber gemacht. Statt dass er mal ankommt, tut mir leid oder so. Nee, gar nichts. Ich würde gerne, dass du mit meinem Psychologen jetzt mal ein bisschen weiterredest. Vor allen Dingen auch so über so praktische Sachen, wie du das anstellen könntest und wie das auch für die Kinder abgefedert alles organisiert werden könnte. Ja? Dann bitte ich dich aufzulegen und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Und dir danke ich für den Anruf und wünsche dir für die nächste Zeit, wenn du da Schritte einleitest, brauchst du viel Energie und viel Kraft. Und die wünsche ich dir von Herzen. Danke, Domian. Tschüss, Delia. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne hier live mit mir sprechen wollt in der Sendung über das Thema Mama-Söhnchen, dann meldet euch unter der Telefonnummer oder unter Mailadresse domian@wdr.de. Hier ist Kai. Kai ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. So, hi, hier, hi. Kai, darf ich Mama-Söhnchen zu dir sagen? Ja, kann man sagen, hundertprozentig, weil ich bin 32 Jahre, habe eine eigene Wohnung und wohne bei meiner Mutter. Wie, du hast eine eigene Wohnung und wohnst bei deiner Mutter? Ja. Das heißt, die Wohnung steht leer, deine eigene Wohnung? Ja, ich habe da zwar Möbel drin, aber mein Fernsehen und alles nicht, weil ich habe die hier bei meiner Mutter stehen, weil ich hier auch mein Fernsehen gucke und alles, also so. Ja, wo liegt denn, ist die Wohnung weit entfernt von der deiner Mama? Nein, ich sag mal eine Straße weiter nur. Eine Straße weiter. Wie lange hast du die Wohnung schon? 2 Jahre. Wie viele Tage hast du in der Wohnung verbracht? Wenn es hochkommt, 4 Tage. 4 Tage. Ja, weil ich bin ja mehr bei meiner Mutter, als wie denkst du, schlafst bei meiner Mutter. Ich habe sogar meinen Hund schon bei meiner Mutter mit integriert, alles. Reden wir von deiner Mutter oder von deinen Eltern? Von meinen Eltern, von meiner Mutter und von meinem Vater. Mein Vater lebt auch noch, der ist 72, der sitzt im Wohnzimmer und meine Mutter sitzt neben mir. Ah ja, aber die Mutter ist schon, würdest du sagen, da hast du so der, du bist ein Mamasöhnchen, du bist ja, der ist mehr zu meiner Mutter bezogen. Mama-Junge. Vater. Ja. Wieso kam es dann überhaupt zu der Idee, eine eigene Wohnung da zu nehmen, wenn du eh nicht da wohnst? Ich weiß nicht, das liegt auch daran, ich habe auch eine Tochter von 7 Jahren und jedes Mal wollte ich mit meiner Tochter auch nicht zu meiner Mutter, ich wollte aber auch haben, dass meine Tochter bei mir schläft, also brauchte ich auch die Wohnung. Dann hatte ich die Wohnung dann genommen und wenn meine Tochter mal bei mir ist, schlafe ich eventuell in meiner Wohnung. Aber ich kriege meine Tochter nicht jedes Wochenende, also schlafe ich bei meiner Mutter. Ja, also wenn deine Tochter ist, daraus schließe ich dann scharf, dann gab es auch mal eine Frau und eine Beziehung. Ja, 8 Jahre lang. 8 Jahre lang? Ja, die Beziehung lief 8 Jahre und dann sind wir auseinandergegangen, obwohl meine Ex-Freundin hat ja eine Zeit lang auch mit meiner Mutter gewohnt, dann sind die hinterher, ist sie ausgezogen, hat einen anderen Mann kennengelernt. Ja. Ist die Beziehung gescheitert, weil du eine so enge Beziehung zu deiner Mutter hast? Ja, das ist gescheitert. Das ist deshalb gescheitert? Oder hatte ich jetzt eine neue Beziehung und Jello ist mir die Beziehung auch gescheitert durch die enge Beziehung mit meiner Mutter. Was sagen denn die Frauen dann? Was ist deren Hauptargument? Was werfen die Frauen dir vor? Die meisten Frauen sagen, ich hänge zu sehr an meiner Mutter, ich sollte mich abnabeln. Also ich sollte mal mehr am Denken und mehr zu mir in meiner Wohnung gehen, als nur bei meiner Mutter oder so ein Kram. Weil ich zu alt wäre, jetzt nur bei meiner Mutter zu sein wie ein kleines Baby. Meine Mutter wäscht ja für mich. Würde ja jeder normale Mensch jetzt, unsere Zuschauer und meine Person ist eingeschlossen, sagen, ja, stimmt ja auch, oder? Ja, sicher stimmt das. Aber wiederum, ich kann auch nicht in meiner Wohnung schlafen. Ich muss immer in der Nähe von meiner Mutter sein, sogar nachts. Ich bin froh, meine Mutter schläft im Schlafzimmer, ich schlafe in meinem Wohnzimmer, hab da meine Couch, schlaf da und gut ist. Ich gehe morgens arbeiten, also ich mache ja für ein Arbeitsamt da den 1-Euro-Job. Wenn ich mittags von der Arbeit komme oder abends, habe ich sofort mein Essen da stehen und ich weiß, ich kann in die Badewanne gehen und brauche nichts zu machen. Also du wirst auch nur so Strich und Faden verwöhnt.
Ja, von meiner Mutter. Die Mama kocht, die Mama macht die Wäsche, die stopft die Socken und so weiter. Ja, bügelt, stopft Socken, wäscht, kocht, alles für mich. Alles, das ganze Hotel-Mama-Programm. Ja, hin und wieder geht auch meine Mutter hin, weil ich weiß, in meiner Wohnung muss Staub gewischt werden, dann geht meine Mutter hin und wischt auch in meiner Wohnung den ganzen Staub. Ja. Alles sauber. Ist dir das denn nicht ein Warnschuss? Du hast es jetzt zweimal gerade, du hast es ja erzählt, erlebt, dass Frauen dich verlassen haben, dass Beziehungen kaputt gegangen sind, weil die Frauen das nicht aushalten? Nee, was heißt Warnschuss, ist das für mich nicht direkt. Weil ich sag mir so, bin schon hingegangen, habe eine Freundin kennengelernt. Und da habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mutter, wie findest du das? Mutter, ich habe kein gutes Gefühl bei der Frau. Da ist alles klar, dann habe ich sie morgen schon nicht mehr. Dann habe ich den anderen Tag auch nicht mehr gehabt. Ach so, wenn die Mutter sagt, sie hat ein schlechtes Gefühl, dann... Ja, dann fühle ich mich auch nicht wohl. Dann weiß ich alles klar. Finde ich alles unnatürlich. Ja, für mich ist es... Okay, ich weiß nicht. Sag mal, deine Mama sitzt neben dir, hast du gerade gesagt? Ja, meine Mutter sitzt mir gegenüber. Also ob sie ein paar Worte mit mir sprechen möchte? Ja, warte mal. Mama möchte ein paar Worte mit mir sprechen. Na, will sie? Guten Morgen, hier ist Roswitha, die Mutter vom Geist. Ja, schön. Rosetta heißt du? Roswitha. Ach, Roswitha, Entschuldigung. Ja. Roswitha, das ist aber nett, dass du auch ein paar Worte mit mir sprechen möchtest. Ja, warum nicht? Wie siehst du das denn? Das ist ja irgendwie, Mensch, der Kai ist ein Kerl von 32 Jahren. Dass der so nah an der Mama hängt, das ist doch nicht normal, oder? Für mich ist das ganz normal. Meine anderen beiden, die Zwillinge, die sind nicht so. Ja. Die sind froh, wenn sie mich mal ein paar Tage nicht sehen. Wie alt sind die Zwillinge denn? Die sind 33. 33, also die sind ein Jahr älter dann. Ein Jahr älter wie er. Aber bist du denn auch nicht traurig, dass der Kai seine Frauen verliert? Weil doch, das macht mich echt traurig, wenn er seine Freundin da verliert und so. Ne? Ja. Sag ich schon mal zu ihm, Mensch, bleib du bei denen oder so, ne? Ja, weil er muss ja auch ein bisschen an sich denken, dass er sein Leben hinbekommt. Und er darf ja nicht nur so an euch denken, an dich und ihn. Auch das tut er aber. Da kann ich sagen, was ich will, dann zieht er sich an, geht in seine Wohnung und abends ist er dann wieder da. Bist du manchmal auch ein bisschen eifersüchtig auf die Frauen? Nein. Das nicht? Nein, das bin ich gar nicht. Also du hättest nicht die Sorge, wenn er sich jetzt sehr an eine Frau bindet, dass er dann weniger Aufmerksamkeit dir schenkt? Nein. Hast du keine Sorge? Habe ich keine Sorge. Mhm. Weil ich manchmal sage ich auch zu ihm, mein Gott, guck, die Frau, wo er das Kind mit zusammen hat, da waren sie jahrelang zusammen. Ja. Und dann... war der auch viel bei mir. Mhm. Jeden Tag kam er mit seiner Freundin und zu mir und dann, wo das Kind da war, auch. Ne? Ja. Weil ich oft gesagt habe, Kai, guck mal, das ist jetzt eine eigene kleine Familie und so. Und dann sagt er, Mama, ich kann nicht anders, ich muss zu dir hinkommen. Mhm. Also, du hättest da ein gewisses Verständnis, wenn er... Ja, klar, hätte ich dafür Verständnis. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der kommt ganz nach seinem Papa. Aha, war der auch so? Ja, der musste auch jeden Tag nach seiner Mama. Ja, ja. Der hat da zwar nicht mehr geschlafen, aber der musste jeden Tag zu seiner Mama für ein paar Stunden. Aber ich finde so, Roswitha, dass man eben auch sich sehr darum bemühen sollte, wenn man erwachsen wird, und mit 32 ist man ja verdammt erwachsen schon, auch ein bisschen so sein eigenes Leben zu haben, ohne die Mama zu vergessen. Das meine ich nicht, das ist schon klar, ne? Ja. Aber dass er so sein, das ist nicht gut, wenn ein erwachsener Mann so in einer Abhängigkeit von der Mutter ist. Der findet das gut. Der findet das gut. Mhm. Ja. Aber ich habe dich ja schon so verstanden, du würdest ihn auch ein bisschen weiter gehen lassen, wenn er das wollte. Ja, klar würde ich ihn weitergehen lassen. Das würdest du. Er war sogar schon mal 14 Tage weg. Oh, 14 Tage. Ja, 14 Tage war er weg und dann kam er auch schon auf einmal mit Sack und Pack wieder von meiner Türe. Ja. 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 Aber ich bin wieder da, ich kann nicht ohne dich. Na, der ist ja drauf, der Kai. Ja. Roswitha, ich danke dir sehr herzlich, dass du ein bisschen mit mir gesprochen hast. Dann gib mir doch netterweise den Kai nochmal zurück. Mach ich, ganz tschüss. Gerne. Ciao, ciao. Ja, tschüss. Ja. Also Kai, du hast ja eine nette Mama, muss ich erstmal sagen. Muss ich dir recht geben. Und ich finde, du hast eine Mama, das ist nicht so eine Kralle. Es gibt ja so dominante Mütter, die ziehen quasi Kinder oder die Söhne an sich und lassen die Söhne nicht weg. So ist deine Mama nicht. Deine Mama würde dich ja schon. Du bist der Schuldige. Du bist es.
Ich bin der Klammermann. Ich bin der, der an meine Mutter klammert. So, und ich finde, dass du dich auf deinen Hintern setzen solltest und dich versuchen solltest, da ein bisschen von zu lösen. Das ist für dich gut, für dein Leben. Und das ist überhaupt auch für deine Zukunft gut. Und auch, du hast ein Kind. Ich meine, du willst ja auch ein Vorbild für dein Kind irgendwann mal sein. So, so wie du jetzt lebst, bist du kein Vorbild für dein Kind, finde ich. Ja, okay, aber das ist auch ein bisschen schwer, weil ich bin jetzt 32 Jahre so gewohnt, dass ich immer wieder meine Mama da hin und so schlafe. Ne? Gut, das ist 32 Jahre. Dann kann man sagen, das war jetzt eine lange Zeit. Jetzt versuchen wir das mal ein bisschen. Guck mal, deine Mama hat gerade einen tollen Satz gesagt. Bezogen auf die Frau, mit der du das Kind hast. Da hat sie gesagt, der Kai hatte da seine eigene kleine Familie. Und da sollte er sich immer ein bisschen drum kümmern. Das finde ich toll, dass sie das so gesagt hat. Das heißt, sie ist bereit, dich ein bisschen loszulassen. Das musst du machen. Das musst du hinkriegen. Ja, dann werde es mal versuchen. Ich werde es mir mal zum Herzen nehmen. Stell dir mal vor, ich will mal jetzt etwas dir sagen, was ich bei Leibe nicht hoffe. Ja. Aber deine Mama ist natürlich viel älter als du es bist. Natürlicherweise. Ja. Und natürlicherweise sterben die Eltern eher als die Kinder. Ja. Dieser Gedanke wird dich in Panik versetzen, ne? Ja, sicher. Davor habe ich am meisten Angst, dass es mal passieren würde. Mhm. Also, ich klopfe auf Holz, dass es nicht passiert. Natürlich, das denken wir natürlich auch alle. Aber mein Hintergedanke ist nur, dass ich es toll finde, wenn du ein eigenständiger Mensch würdest. Und das ist letztendlich für deine Mutter auch gut. Dann hätte sie nämlich auch das Gefühl, ich habe da einen Jungen, der kann auch alleine leben. Aber wenn sie irgendwann mal alt und gebrechlich ist und das Gefühl hat, der kommt gar nicht alleine zurecht, ist das für sie auch sehr schlimm und sehr traurig. Weißt du? Okay, ja, das stimmt auch wieder, weil dann macht sie sich ja noch mehr Gedanken, was macht mein Sohn jetzt gerade. Ja, ganz genau. Also du musst es für dich tun, auch für deine Mama tun. Abgesehen von deinem Kind und von vielleicht eventuell neuen Freundinnen, die da auf dich zukommen. Okay, ich werde mein Bestes versuchen. Ja. Lieber Kai, und nochmal einen schönen Gruß an deine Mama. Ja, okay, mache ich. Tschüss. Kann ich schon eine Autogrammkarte haben? Ja, du legst bitte auf und wir rufen dich an wegen der Anschrift. Okay, alles tschüss. Klar. Tschüss. Kathleen oder Kathleen, 23, guten Morgen. Morgen. Wie spreche ich es richtig aus? Kathleen. Genau. Genauso wie man es hier schreibt. Ja, genau. Kathleen. Zum Thema Mamasöhnchen. Ja, genau. Deswegen rufe ich an. Und zwar, ich habe folgendes Problem. Ich bin seit 8 Jahren mit meinem Freund zusammen und seit 4 Jahren wohnen wir auch zusammen. Mhm. Und seine Eltern haben sich relativ früh getrennt gehabt. Ja, und sein Vater, der ist weggezogen und seine Mutter mischt sich halt ziemlich in unsere Beziehung ein. Mhm. Was heißt denn das Einmischen? Ja, es bedeutet, sobald es Probleme in unserer Beziehung gibt oder sobald er Probleme hat, bespricht er die nicht mit mir, sondern geht halt zu seiner Mutter und bespricht die mit Er geht zuerst zur Mutter. Ja, genau. Und wenn ich ihn darauf anspreche, warum er das halt macht, ob er kein Vertrauen zu mir hat oder so, dann sagt er doch schon, aber seine Mutter ist ihm halt ziemlich wichtig und ja, ich weiß nie genau, was ich genau sagen soll zu ihm, weil die Probleme fingen halt ziemlich früh an, als wir schon zusammenkamen, hat seine Mutter mich immer mehr als Rivalin gesehen, als sie als Freundin also ihres Sohnes. Mhm. Und du hast gerade gesagt, dass ihr 8 Jahre zusammen seid. Ja, wir haben uns damals, wir sind auf derselben Schule gewesen und da haben wir uns kennengelernt. Da warst du im zarten Alter von 15. Ja, genau. Ist es dein erster? Ja, dein erster Freund. Ja, mein erster Freund. Auch dein einziger Mann bisher gewesen? Ja, genau. Und wie alt ist er? Er ist 1 Jahr älter, als 24. Ach so, es ist ja ziemlich ähnlich dann. Ja. Vom Alter. Mhm. Doch, und also er sagt auch, dass er mich liebt und dass sich da nie was ändern wird und dass er glücklich mit mir ist. Aber dass er halt erst gerne den Rat seiner Mutter haben möchte, weil er halt in unserer Beziehung nichts falsch machen möchte. Und wenn ich ihm dann sage, dass wir halt über unsere Dinge selber reden müssen, weil es ist unsere Beziehung, denkt er dann immer, ich will seine Mutter schlecht machen. Und sag mir doch mal ein Beispiel, was sind das so? Sag mir mal ein, zwei Beispiele, was das so für Sachen sind, mit denen er dann zuerst zur Mama geht. Vielleicht fällt dir sogar ein aktuelles Beispiel ein. Ja, also ein aktuelles Beispiel war zum Beispiel, dass wir vor kurzem im Urlaub fliegen wollten. Mhm. Und wir wollten nach Teneriffa fliegen und da hat das pro Person halt 600 € gekostet. Wir hatten uns ein ganz, ganz tolles Hotel ausgesucht und
Dann hatte er gesagt, ja, ich weiß aber nicht und wegen unseren Ersparnissen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wir haben uns so lange nichts mehr gegönnt und wir haben doch alles und alle Rechnungen sind bezahlt und so. Das können wir uns doch mal gönnen und wir arbeiten halt beide. Und dass wir einfach mal Zeit haben auszuspannen und für uns zu sein, den ganzen Stress hinter uns lassen, den wir jetzt in letzter Zeit hatten. Und anstatt einfach so zu sagen, so ja, okay, das machen wir oder so, hat er gesagt, ja, ich muss das erstmal mit meiner Mutter besprechen, was sie davon halten würde und so, ob das überhaupt so in Ordnung ist, weil das ist ja auch viel Geld. Und was hat die Mutter gesagt? Ja, die Mutter hat gesagt, bleib mal hier, 600 Euro, das kann man auch anders ausgeben oder sparen. Ich halte fest, du, Kathleen, du bist berufstätig, du hast einen Job. Ja. Und dein Freund auch. Ja, das heißt, ihr seid zwei junge, erwachsene Leute, die einen durchaus ein passables Einkommen haben. Ja, Moment. Haben wir. Also wir haben, also ich arbeite als Bürokauffrau, eher im Einzelhandel und von daher kann man ganz gut leben. Ja, das heißt also, so ein Teneriffa-Urlaub für 600 Euro pro Person, würde ich jetzt auch sagen, ist durchaus okay. Vor allen Dingen, wenn du sagst, ihr seid längere Zeit nicht weg gewesen. So, dann hat die Mama gesagt, nein, 600 Euro sind viel und ihr bleibt hier. Ja, genau. Und dann hat er das auch so gemacht. Ja. Das ist übel. Wir sind nicht geflogen. Das ist übel. Also ich habe versucht, ihn zu überreden und habe ihm versucht, den Urlaub schmackhaft zu machen und so. Und dann sagte er so, nee, meine Mutter hat recht, 600 Euro kann man anlegen und sparen und wer weiß, was noch kommen mag. Das heißt, vorher war er durchaus der ganzen Sache auch gewogen und er hätte sich vielleicht auch dazu durchgerungen, aber nachdem die Mutter gesagt hat, nein, da war es dann nein. Genau. Sag mir noch ein Beispiel. Ja, also da sind viele Beispiele, also... das fing eigentlich schon an, als wir früh zusammen waren, so als wir uns dann entschlossen haben, zusammenzuziehen vor 4 Jahren. Da hatten wir halt beide Ersparnisse und ich gebe zu, damals war ich halt noch Schülerin und habe halt nebenbei als Kellnerin gearbeitet und hatte halt nicht so viele Ersparnisse wie er. Da hatte sie dann immer versucht, mich schlecht zu machen, indem dass sie gesagt hat, das ist dein Geld und steck das nicht in das Mädel, wer weiß, wie lange das hält und hatte dann gesagt, so behalt dein Geld für dich und wenn ihr keine Einrichtung habt, ist das nicht so schlimm. Und also es sind so ganz viele Beispiele. Es fängt auch schon an, so wenn wir das Haushaltsgeld zusammenschmeißen, dann wir sagen, dass jeder von uns 200 Euro so in eine Haushaltskasse tun im Monat. Wenn was überbleibt, dann ist ja gut und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und da sagt sie dann auch immer so, ja, 200 Euro und behalt das doch und ihr seid jung und so viel braucht ihr nicht und da reichen 100 Euro auch, wenn ihr 50 Euro in einer Woche habt. Also sie kalkuliert das für ihn fast so wirklich mit. Ja, und sie versucht da rein zu bestimmen in euren ganzen Kram. Ist sie dir, wie ist denn dein Verhältnis zu ihr, wenn du sie so triffst und wenn ihr miteinander zusammen seid? Ja, sie sagt mir Hallo und Tschüss. Ach, auch so wie gerade. Das heißt also, da ist auch nicht viel Gespräch. Nein, also nichts Herzliches oder so, gar nicht. Also da wird Hallo gesagt aus Anstand und auch auf Wiedersehen. Aber wie ist denn das, wenn man so lange zusammen ist? Dann gibt es Weihnachten, dann gibt es Familiengeburtstage. Da gehst du dann doch mit deinem Freund zum Beispiel da auch zu ihr zum Geburtstag. Da wird auch noch nicht viel gesprochen? Nein, gar nicht. Also die ganze Familie von ihm, die haben mich ins Herz geschlossen und die mögen mich auch und die reden mit mir und wir telefonieren auch und seine Mutter ist immer... Also da bin ich rotes Tuch, die redet nicht mit mir und die setzt sich auch immer ans andere Ende vom Tisch dann und beobachtet mich dann, wie ich mich gebe. Und lebt der Vater auch noch? Bitte? Lebt der Vater auch noch von deinem Freund? Ja, aber der wohnt halt im Osten, der ist zu seiner neuen Lebensgefährtin. Achso, da ist... Und ist dein Freund der einzige Sohn deiner... Ja, er ist Einzelkind. Ah, der ist auch noch. Ja, und man muss sagen, er war ziemlich von Anfang an verhätschelt so. Und ja, man hat ihm halt alles Menschenmögliche versucht zu geben. So. Bist du denn auch seine erste Partnerin? Ja. Ja. Oh, das klingt auch wieder nicht gut, Kathleen. Das klingt auch nicht gut. So wie vorhin, was wir vorhin gehört haben. Das finde ich sehr demütigend für dich, die Rolle, die du da hast. Ich finde das sehr diskriminierend. Und wundere mich, dass ihr Mädels das so lange mitmacht. Ja, ich liebe ihn. Ja, gut, aber wenn er dich auch liebt und wirklich liebt, dann muss er doch auch mal auf den Tisch hauen und sagen, Mensch, ich bin 24 Jahre alt, er ist keine 16 mehr. Und dass ihr da euer Ding durchzieht. Kinder habt ihr nicht? Nein. Kinder habt ihr nicht, ja. Nee, aber wir haben schon drüber nachgedacht, weil wir haben halt beide unser Einkommen und wir leben nicht schlecht und wir haben da schon drüber gesprochen, wie es in Zukunft weitergeht. Nur, dann kannst du dir vorstellen, dann wird sie da auch reinfunken.
Ja, auf jeden Fall. Also das hat sie auch schon angedeutet. Mhm. Also wir haben da auch schon so drüber gesprochen, so wenn wir mit der Familie so zusammensaßen, mhm. dann fällt ja schon mal die Frage so, ja, und wann ist das mit euch soweit? Genau. Und da sagt sie dann schon. Also. Aber hast du dich denn dann auch nicht ein paar Mal mit deinem Freund in den Haaren? Doch, also im Moment ist das ganz schlimm. So gerade auch jetzt wegen Ostern, weil da kam dann die Frage auf, wo feiern wir mit meiner Familie oder mit seiner Familie? Und sie hat halt bestanden, dass wir halt mit ihrer Familie feiern. Obwohl sie dich gar nicht mag, aber dennoch wollte sie, dass ihr kommt? Ja, weil sie ihren Sohn halt bei sich haben möchte. Ne? Und ich bin dann halt dieser Last, den sie dann halt erträgt. So, und dann streitest du mit deinem Freund und dein Freund wiegelt ab, oder wie? Ja, also er blockiert total und sagt dann halt, dass ich seine Mutter nicht mögen würde. Und dann sage ich, ich habe gegen deine Mutter nichts. Und ich habe das Gefühl, dass sie halt was gegen mich hat und versucht dann eben auch ein paar Beispiele zu nennen. Aber er ist nicht zugänglich? Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das heißt, je mehr du dieses Thema aufbringst, desto mehr blockiert er. Ja, also er sagt zwar immer, er möchte mit mir zusammen sein und er ist glücklich mit mir und das ist alles total schön und er liebt mich und er möchte auch mit mir in Zukunft zusammen sein und mich auch heiraten und Kinder bekommen und so, aber er kann sich halt von seiner Mutter nicht lösen und ich leide da halt in letzter Zeit und ich sehr finde, drunter. Ja, und ich finde, das ist die Voraussetzung für ein vernünftiges Leben und auch dann für eine Partnerschaft, wenn man sich von der Mutter losgelöst hat. Ja. Nur so geht es. Und also ich würde an deiner Stelle auch mir das wirklich jetzt mit äußerster Vorsicht betrachten, schwanger zu werden. Ja. Denn dann wird alles noch viel komplizierter. So, wenn es vielleicht wirklich jetzt eskaliert, das Ganze, kannst du raus. Mhm. Obwohl das natürlich ein schwerer Schritt wäre für dich. Ja, aber mit dem Kind ist das halt mit dem Kind ist es noch schwieriger. Mhm. Und dann ist auch noch zu bedenken, ich meine, das ist ihr seid jeweils eure erste Beziehung. Ist natürlich auch so eine Sache, wo man irgendwie, wenn man ein bisschen älter wird, vielleicht auch mal was Neues erleben möchte oder eine Unzufriedenheit entsteht. Das habe ich ihn auch schon gefragt, aber er sagte, er möchte nichts Neues ausprobieren. Das er ist sagt, so glücklich, wie er ist. Ja. Ich würde gerne mal mit ihm alleine reden, unter vier Augen vielleicht, ob er dann auch noch so redet. Weil dem Partner gegenüber sagt man das natürlich nicht so schnell. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema. Das Hauptthema ist hier diese Geschichte mit der Mutter. Ja. Und ich habe so auch vielleicht den Eindruck von dir, dass du da noch ein bisschen zu sanftmütig rangehst. Kann das sein? Ja, weil ich ihn nicht verlieren möchte. Also. Aber er würde andererseits in Kauf nehmen, dich zu verlieren, wenn du da ein bisschen härter rangehst. Meinst du, der würde sagen, dann okay, dann machen wir Schluss? Da habe ich Angst vor, ja. Das heißt, du traust ihm das zu? Eventuell. Also ich möchte das. Also das steht schon im Raum. Also ich weiß nicht, ob ich es ihm ganz zutrauen würde, aber ich möchte ihn halt auch nicht auf die Probe stellen, weil ich Angst habe. Aber das ist keine Grundlage, Kathleen. Das ist diese Angst, eine solche Angst, das ist ja eine Angst. Das ist keine Grundlage für eine wirklich lange, dauerhafte Beziehung. Da müssten die Karten ganz neu gemischt werden. Die alte Dame, die wahrscheinlich gar keine alte Dame ist, die muss einfach checken und kapieren und runterschlucken, dass ihr euer eigenes Leben habt. So. Ja, das kann sie wohl nicht, weil sie ist alleine. Ja. Sie hat kaum Freunde, mit denen sie mal weggeht. Ja, aber das ist ihr Problem. Das ist wirklich so, ach, das ist aber, das ist ihr Problem. Ja, das sehe ich ja genauso. Ja. Aber und dein Freund hat die Aufgabe, der müsste die Grenze ziehen. Der müsste sagen, hier ist meine Kathleen und mit der möchte ich glücklich werden und mit der habe ich hier mein kleines Reich. Mama, du bist immer herzlich willkommen und wir besuchen dich auch sehr gerne. Und wir haben dich lieb und du bist ganz toll. Aber wann wir in Urlaub fahren, also, das machen wir alleine. Da kümmerst du dich nicht drum. Und da gehe ich auch gar nicht hin fragen. So müsste es sein. Also meine einzige Chance ist eigentlich eine Entscheidung von ihm. Ja, finde ich schon. Und du musst kalkulieren, wenn du diese Entscheidung willst, dass du auch diesen Gedanken immer wieder mal durchtrainierst im Kopf, was wäre, wenn ihr euch trennen würdet. So weh das auch tut und so schlimm das auch ist, wenn man 8 Jahre zusammen ist in dem Alter, wie du bist, von 15 bis 23 ist das wahnsinnig lange. Und das würde natürlich das ganze Leben umkrempeln. Aber den Gedanken solltest du schon mal denken, finde ich. Kathleen, die Sendung ist vorbei. Ja. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und vielleicht hat das Gespräch ein bisschen was gebracht und hat dir vielleicht auch ein bisschen Mut gemacht, deine Sache da durchzuziehen. Doch, auf jeden Fall. Alles Liebe, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, das war's für uns für heute Nacht. In der Technik war Volker Tacke. Morgen